Der Verkehr ist nach der Energieerzeugung der größte Emittent an klimaschädlichem CO2. Deswegen müssen wir dringend etwas tun. Damit die notwendige Verkehrswende gelingt, fordert der BUND die Einführung eines landesweiten 365-Euro-Jahrestickets für den ÖPNV. Auch muss eine Mobilitätsgarantie für alle sichergestellt werden. Klima- und umweltverträgliche Mobilität muss Vorrang bekommen, ausgebaut werden und gut vernetzt sein. Deswegen fordert der BUND zur Landtagswahl, dass der Schienenfernverkehr natur- und umweltschonend ausgebaut wird. Die Landesregierung muss sich auf Bundesebene dafür einsetzen, dass der aktuell geplante Ausbau der ICE-Strecken Hannover-Bielefeld und Hannover-Hamburg vorwiegend im Bestandsnetz realisiert wird, um Eingriffe in Natur und Landschaft so gering wie möglich zu halten. Der Schienennahverkehr muss reaktiviert und Kleinstädte eingebunden werden. Die Landesregierung muss die Reaktivierung von Bahnstrecken und Bahnhöfen vorantreiben und kleine und mittlere Städte an die Bahn anschließen. Wo dies nicht realisierbar ist, müssen Buslinien des Landes Beitrag zur Mobilität im ländlichen Raum leisten und die Lücken im Schienennetz schließen. Der BUND fordert zu Beginn der Legislaturperiode die Einrichtung eines Teilreferats Radverkehr als koordinierende Stelle für die Förderung des Radverkehrs in Niedersachsen, damit das Radverkehrsnetz sinnvoll ausgebaut und instand gehalten werden kann. Aufs Rad steigt nur, wer sich sicher fühlt. Daher muss die Verkehrssicherheit im Radverkehr deutlich erhöht werden, um Unfallzahlen zu senken. Das Land muss als Fachaufsicht der Verkehrsbehörde die Durchsetzung geltender Regeln und Vorschriften sicherstellen. Die Kombination von Rad und ÖPNV muss attraktiver werden. Es braucht Vergünstigungen und kostenlose Angebote für Inhaberinnen von Monats- und Jahrestickets und dringend diebstahlsichere Anlagen an den Bahnhöfen zum Abstellen von Fahrrädern. Wenn wir neue Autobahnen und Straßen für Autos bauen, können wir unsere Klimaziele nicht erreichen. Deswegen fordert der BUND keine neuen Autobahnen für Niedersachsen. Als natur- und umweltschädlichstes Projekt des Bedarfsplans ist der Bau der A20 zu stoppen. 2000 Hektar Moorböden würden versiegelt und allein durch den Torfaushub 450.000 Tonnen CO2 freigesetzt. Weitere 50.000 Tonnen CO2 pro Jahr würden durch den zusätzlichen Verkehr auf der A20 emittiert. Die Landesregierung sollte für ein Tempolimit werben. Durch die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 120 km/h können rund 3 Millionen Tonnen CO2 jährlich sowie erhebliche Mengen an fossilen Brennstoffen eingespart werden. Weitere Informationen zu den Forderungen des BUND Niedersachsen zu den Landtagswahlen 2022 finden Sie unter www.bund-niedersachsen.de/landtagswahl-2022.